Herzlich willkommen zu den Verse News. Es gibt Neuigkeiten, die nicht bis Samstag warten können und die möchte ich gerne mit euch teilen. Die Star Citizen Alpha Version 3.17.5 ist immer noch die aktuelle Live-Version, aber, und jetzt kommen wir zur ersten Neuigkeit, das PTU der 3.18 ist nun für alle Bäcker geöffnet. Ihr könnt alle rein, sofern ihr Bock habt auf PTU und die 3.18 testen. Und damit kommen wir auch schon zum einzigen und eigentlichen Thema für die heutige Episode, nämlich dem Savaging und Reparatur-Karrierepfad der Alpha 3.18, der übrigens gestern von Cloud Imperium Games auf der Seite von Robert Space Industries veröffentlicht wurde. Das Ganze habe ich mal für euch übersetzt. Star Citizen Alpha 3.18 führt einen völlig neuen Karrierepfad ein, Savaging und Reparatur. Als Teil davon wurden alle Schiffe aktualisiert, um den Soft Death zu unterstützen. Dies bedeutet, dass Spielerschiffe nicht immer vollständig zerstört werden, wenn sie abgeschossen werden, sondern dass der Rumpf noch geborgen werden kann. Das gesammelte Material kann dann gewinnbringend verkauft oder zur Reparatur beschädigter Fahrzeuge verwendet werden. Im Folgenden findet ihr eine Kurzanleitung für die Salvaging- und Reparaturkarriere ab Alpha 3.18. Wir werden diese Seite ergänzen, sobald weitere Aspekte der Karriere online gehen. Das ist an der Stelle zu erwähnen. Diese ganze Mechanik und dieser ganze Karrierepfad wird natürlich noch um einiges erweitert. Und das ist ja erst der erste oder die erste Iteration, wie man so schön sagt, dieses Gameplays. Los geht es mit Werkzeuge des Handwerks. Der Multitool-Aufsatz. Möchtest du deine eigene Karriere als Bergungsarbeiter beginnen? Geh zu Dampers Depot oder Platinum Bay und hol dir ein Greycat Multitool sowie den Combio Light SRT-Aufsatz. Mit diesem Aufsatz kannst du sowohl RMC-Kanister füllen, indem du Schiffsrümpfe abkratzt, als auch RMC verwenden, um Schäden an Schiffsrümpfen zu reparieren. RMC heißt übrigens Recycled Material Composite. Und das heißt so viel wie, das ist ein Material, ein Kompositmaterial, was bei der Entnahme der Hülle entsteht und was dann zum Recycling und zum Reparaturen der Schiffshülle verwendet werden kann. Die Drake Vulture. Schalte den Mittelsmann aus, sei niemandem Rechenschaft schuldig und verdiene viel Geld, indem du Wracks wie ein Profi zerlegst. Dieses einzigartige Schiff ist der perfekte Einstieg in das Savaging-Geschäft, wenn du bereit bist, das Multitool beiseite zu legen. Die Aegis Reclaimer. Dank eines verstärkten Laderaums und eines Langstreckensprungantriebs ist die Reclaimer ideal für die Bergung von Wracks im tiefen Raum. Hast du eine Mannschaft, die größere Schiffe bergen will? Mit der Aegis Reclaimer könnt ihr große Gewinne einfahren. RMC, Recycled Material Composite. Dies ist ein Rohstoff, der beim Abwracken von Schiffsrümpfen anfällt. RMC wird in Rohstoffcontainern gelagert und kann an Rohstoffkiosken gewinnbringend verkauft werden. Auf allen Savaging-Schiffen wie der Vulture kann RMC auch in Kanistern umgewandelt werden, die von Bergungs- und Reparaturhandwerkzeugen verwendet werden. Leere Kanister für das Multitool, die in speziellen Geschäften gekauft werden können, können auch an Rohstoffkiosken mit RMC gefüllt werden. Verschrotten und Reparieren von Schiffsrümpfen. Das erste Salvaging-Feature, das in das Verse kommt, ist das Entfernen und Reparieren von Schiffsrümpfen. Diese beiden Funktionen gehen Hand in Hand, da das Material, das ihr von zerfallenen Schiffsrümpfen abkratzt, zur Reparatur eurer eigenen Schiffe verwendet werden kann. Und natürlich auch der Reparatur anderer Schiffe, logischerweise. Ja, ruhig mal auch andere Schiffe reparieren, nicht immer nur kaputt machen, ne? So, schreibt euch das hinter die Ohren. Der Salvaging-Modus. Bist du an Bord einer Vulture oder Reclaimer? Aktiviere den Salvaging-Modus, indem du die Standardtaste M drückst oder begebe dich in einen Salvaging-Turm und schalte das HUD ein. Auf der linken und oder rechten Seite werden Informationen zu den Salvaging-Modulen angezeigt, die du ausgerüstet hast. Es werden wichtige Parameter wie der Durchmesser des Strahls und seine aktuelle Geschwindigkeit und Effizienz angezeigt. Standardmäßig kannst du mit der rechten Maustaste zwischen den ausgerüsteten Modulen wechseln. Zusätzliche Module sind bei Dampers Depot, Platinum Bay und anderen Shops erhältlich. Wir halten sogar noch mehr Optionen für dich bereit, die du gesondert in den Einstellungen der Tastenbelegungen anpassen kannst. RMC verwenden.
Sobald du ein Objekt zum Abwracken der Hülle gefunden hast, aktivierst du deinen Strahl mit der Standardeinstellung linke Maustaste. Im unteren Rand des HUDs befinden sich Anzeigen, die dir zeigen, wie viel Material aktuell in dem Bereich abbaubar ist. Im oberen Bereich des HUDs werden deine aktuelle Abbaurate und der Fortschritt beim Füllen deines SCU-Containers mit RMC und zusätzlich das verbleibende Material des Zielbereichs angezeigt. Diese Container werden automatisch gefüllt und in den Frachtraum befördert, wenn du den Auswurf dementsprechend eingerichtet hast. Standardmäßig steht er allerdings auf automatisch. Während sich ein Container füllt, erhältst du möglicherweise eine Warnung auf das HUD, die dich über ein blockiertes Förderband informiert. Nun musst du oder ein anderes Crewmitglied den wahren Container mit einem Traktorbeam vom Förderband des Frachtraums entfernen. Deswegen immer ein Traktorbeam mitnehmen, Freunde. Ganz, ganz wichtig ab der 3.18. Übrigens, du kannst ebenfalls die Füllstation in deinem Laderaum benutzen, um RMC-Kanister herzustellen, die du mit einem Multitool und den Combiolite SRT-Aufsatz für Reparaturen verwenden kannst. Verkauf deiner Ausbeute. Sobald du die SCU-Container voll mit RMC hast, begib dich zu einem Warenkiosk, um sie zu verkaufen. Diese findest du in den meisten Landezonen und Raumstationen, ich glaube auch auf Schrottplätzen. Allerdings kaufen nicht alle Kioske RMC an. Vergiss niemals, den Preis im Auge zu behalten, um sicherzustellen, dass du keinen schlechten Deal machst. Die Fix-It-Funktion. Wenn du anstatt deine SCU-Container zu füllen RMC-Kanister erstellt und du ein SRT-Multitool-Aufsatzgriff bereit hast, kannst du das Material verwenden, um deinen Hüllenschaden oder den eines Freundes zu reparieren. Drücke die Taste B, um vom Salvaging-Modus in den Reparatur-Modus zu wechseln. Du kannst deine Hülle erheblich reparieren, aber nicht vollständig. Um die Hülle letztendlich vollständig zu reparieren, musst du dein Schiff zu einem Landeplatz oder Hangar bringen, der Reparaturdienste anbietet. Ja, Freunde, so viel zum Salvaging und Reparatur-Gameplay der Star Citizen Alpha 3.18. Wie gesagt, PTU ist offen, geht rein, probiert das aus. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon wieder tierisch Bock auf Salvaging. Ich glaube, ich muss jetzt eine Folge machen gleich mit Salvaging. Ich habe richtig Bock. Und noch mehr Bock habe ich natürlich, wenn die 3.18 dann live geht und wir endlich auch unsere Reputation nach oben schrauben können. Das wird auf jeden Fall mega. Das war's erstmal wieder mit den Verse News. Wie gesagt, nur ein Thema, was ich euch unbedingt mitgeben wollte, noch bevor Samstag ist. Und dran denken, letzten Samstag gab es ja ein Gewinnspiel in den Verse News. Wer da noch nicht mitgemacht hat, unbedingt gucken, unbedingt mitmachen. Es gibt eine fantastische Anvil Arrow zu gewinnen. Und den Rest erfahrt ihr in der Verse News vom Samstag. Die Verlosung, oder besser gesagt, den Gewinner gebe ich dann am Samstag bekannt. Bis dahin, macht es gut. Bis dahin, tschüss.